ist die Nadine aus der PTA-Redaktion. Interessiert ihr euch für den Beruf der PTA? Neben dem Interesse kommen bestimmt auch einige Fragen zur Ausbildung und dem Beruf auf. Dafür haben wir für euch ein paar Fakten in diesem Video zusammengestellt und eine neue Ausbildungsseite hier auf unserer Homepage ins Leben gerufen, die euch die wichtigsten Fakten an die Hand gibt. Wir wünschen viel Spaß mit unserem Faktencheck. Was verbirgt sich genau hinter der Ausbildung zur PTA? Die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin oder Assistenten ist ein Gesundheitsberuf, in dessen Mittelpunkt das Arzneimittel und die Gesundheit stehen. Welcher Schulabschluss wird benötigt? Für die Zulassung an einer PTA-Schule benötigt man einen Realschul- oder anderen mittleren Schulabschluss. In welchen Schulfächern sollte man besonders gut sein? Gute schulische Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie und Biologie sind sehr hilfreich. Gibt es spezielle Ausbildungsinhalte? Die Ausbildung gliedert sich in 11 theoretische Fächer, wie beispielsweise Arzneimittelkunde, Galenik oder Botanik und Drogenkunde und praktische Fächer. Hierunter fallen beispielsweise chemisch-pharmazeutische Übungen oder Übungen zur Drogenkunde. Wo können PTA nach ihrem Abschluss arbeiten? Etwa 90% aller PTA arbeiten in öffentlichen Apotheken. Hier werden zahlreiche Voll- und Teilzeitstellen angeboten, sodass man auch gut Familie und Beruf miteinander verbinden kann. Aber auch Stellen im Krankenhaus und der Industrie werden angeboten. Wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildung dauert insgesamt 2,5 Jahre. Die ersten 2 Jahre besucht man eine staatlich anerkannte Berufsfachschule. Nach bestandener Prüfung geht es ins 6-monatige Praktikum in einer Apotheke, das mit der mündlichen Prüfung endet. Kostet die Ausbildung Geld? Ja, je nach Bundesland und Schulträger fällt Schulgeld in unterschiedlicher Höhe an.